Tamtaram. So, wir haben hier Hazardous Course. Das ist, wenn man es so nimmt, von Richman, von dem ich schon ein bisschen was gemacht habe, eine komplette Map. Der hat diesen Hazardous Course 1, diesen ursprünglichen, der im Half-Life-Trainingsraum drin ist, den hat er jetzt überarbeitet, sozusagen, könnte man so sagen. Und daraus eine ganze Kampagne gemacht. Das Schöne ist, der ist faszinierend mega geil. Also wirklich. Hello, sir. Jetzt machen wir mal kurz Pause. Ich glaube, meine Webcam ist noch nicht so ganz geil. Doch, die ist eigentlich super. Ja, Änderung bitte speichern. Warum sitze ich denn so hoch? Ach stimmt, das ist wegen Autofahren vorhin. So. Ah, jetzt mache ich mir das mal bequem. So, mal auf jetzt. Komm. Raymond, you fool! Schön, Shut dass up! ich hab da. Ist das so laut? Obwohl das nicht mal. Moment, Mew, Music? Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Machen wir mal so. Volumen 0,1. Und dann have. Suite Volumen 0,1, MP3 Volumen 0,1. Sir. Ja, bitte. Hey, catch me later, I'll buy you a beer. Also, you are dead, Freeman hat er da gerade hingepustet. Das ist ganz witzig. Hier ist nix, er ist schon tot. What do you want on your tombstone? Hey, step off, buddy. Shut auch nix. No, Gordon Freeman. Bin ich nicht Gordon Freeman? Oder wer bin ich? Ja, ist gütlich was. Mr. Freeman. Ja, mach doch auf. Also nicht wundern. Ich hab jetzt Cheats an, Bindmaus Driver, Noclip, ne? Dann kann ich. Falls ich irgendwo hängen kann, ich rausfliegen. Das geht aber erst, wenn es sich gleich alles neu geladen hat. Maus 4. Quick Save. Wird das auseinandergeschrieben? Bind F5. F6. Ne, Save Quick. Und Load Quick. Okay, ist ja gut. Save Quick, Maus 5, Load Quick. Jetzt kann ich natürlich auch fliegen. Ja. Oh, damit man kann das mal sehen. Da ist der Zopf, den Gordon Freeman hat. Der ursprünglich mal anders aussah. Das weiß bestimmt jeder. Ich mach das hier gerade schon mal mit Absicht, da ich schon weiß, was passiert. Der Stein bricht nämlich runter. Weil das Spiel will ein. Kontinuierlich umbringen. War hier eigentlich ein Health Pack? Ja. Hi. Wie gesagt, das Spiel wird ein kontinuierlich umringen. Sorry, hey, Mr. Freeman. Ne? So. Ich
Also ich weiß nicht alles. Climb Tower Access, da kommt man. Ich hasse es. So, da ist eine Mine und hier ist halt Hazard. Warte mal. Ich kann mal die Mine berühren. So. Come on, Gordon. You trying to get me into trouble? Na, er stirbt vielleicht, weil... Also er stirbt, weil irgendwas runterfällt. So, hier kann ich mir gleich ein bisschen Rüstung holen. Ich frage mich ja, ob hier immer was hinter ist, aber da ist nicht was hinter. So, das Schöne ist, jetzt auf. Das ist das Original Half-Life. Ist der Wahnsinn. Das stimmt, ich bin ja. Soll ich das denn jetzt machen? Ich bin Low-Life. Yeah! Own it! Moment mal. So. Naja, kriegst mich hier nicht rum. Zum Glück. Keiner mitgekriegt. So. Hier war ja nichts hinter. Kannst du nur raufdrücken? Einer von denen explodiert aber, oder irgendwie so war das. Na, stimmt mal, kommt zurück, er ist tot. So war das. Bricht er nämlich nebenan, bricht ab. Sind wir ja mal nicht so. Könntest du ihn nämlich nicht holen, weil das Spiel ein Arschloch ist. So, der wäre nämlich abgebrochen, weil wir gestorben. So, wir wollten Training. Ja, ja. Ich hasse dieses Spiel. Oh. So. 41, 79, 25. Das ist so gut. Oh, herrlich. Ich liebe es. Ah, duschen. Wieder aus. Und da geht's klar. Kann man da rauf? Nee. Ob er Roller jetzt rumdrehen. Und er stirbt. So, können wir ja mal. My goodness! While in game. So, jetzt habe ich ihn. Moving around in your AGV suit can be slightly disorienting at first. Naja. Da kommt nämlich jetzt ein riesiger verkackter Stein. Kann man nur überlebt, wenn man. Jetzt kommt Adrenalin. Nein! Gott, ich hasse Adrenalin, das ist nur ein Spiel. Der ganze Raum explodiert nämlich hinter einem, ey.
Oh, fuck off, ich hasse dieses Spiel. Oh Gott, verdammte Scheiße. The next three jumps get harder each time. Ja, lass mich weiter. Mach die Scheiße auf. You will now duck under the next set of obstacles. Please note that crouches will automatically shift from the speed to the ground. Oh ja, stimmt, diese Buggy. Da war ja was. Können einen nicht töten, weil der Trigger nicht mitwandert, glaube ich. Irgendwie so war das. Ja, wenn man mittig durchgeht, stimmt. Meine Fresse. Ich hasse es. So, mach auf jetzt. Ja, lass mich jetzt durch. So, da gehen wir gleich. Excuse me, Gordon, but you're supposed to be in the test chamber half an hour ago. Das Witzige ist. Oh, dass man sich nicht bewegen kann. It's good to see you. Ah, so mache ich das. I can't be bothered right now. This is going to run perfectly today, don't you think? Naja, das läuft heute sehr gut. Glaube nicht. Und das ist Secret 2. Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Fixst du das mal? Du siehst sehr sympathisch aus. Ich weiß nicht, wo Secret 1 ist. Ich habe es noch nicht rausgefunden, wo hier Secret 1 sein soll. Man kann hier nämlich auch nirgendwo hin. Man kann hier hin, aber dafür sind wir nicht hier. Dass ich das jetzt hier alles abgrinde wie so ein Behinderter. Das ist wirklich nicht. Und das ist hier übrigens gerade alles explodiert nacheinander. Das wäre was, ne? Wenn man da hätte reinkommen gegangen, machen, tun. Wer hier? Naja. Auch nicht mehr rein, weil hier ist das erste Secret und ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht, wo das zweite, ich weiß nicht, wo das erste ist. Das habe ich, ich habe es bis jetzt noch nicht rausgefunden. Ich habe den hier, also den ersten Teil, den Kram hier habe ich schon komplett gespielt. Muss ich zugeben. Jetzt hat man hier auch ein schönes Fahnenkreuz. So, 41, 79, 25. So, hier ist nämlich das dritte. Das ist alles auf hart. Oh, easy. Können wir uns ja gleich mal angucken. Wenn das alles auf easy ist. Das ist dann einfach nur Bilder, das konnte man nicht anders darstellen. Ne? Ja, ja, sei ruhig. Hm. So. Das ist nämlich jetzt alles auf leicht. Can we do this later? Oh ja, können wir. To get into these pipes. To get into these pipes, you will have to signal your suit. To get into these pipes. You will have to signal your suit to make a double jump. Kein
Schaden nehmen. So, da ist der Bauer Hubert. Wir können das ja niemals professionell, ey. Kann man das nicht irgendwo aufstellen? Ach nee, das ist ja jetzt hier oben unter Freunde-Settings. Notifications. So. Player, ja, nee, ja. So. Der nervt das nicht so ganz. Das Schöne ist, eigentlich kann man das schaffen. Glaube ich jedenfalls, ist das irgendwie so. So. Also man muss es auch schaffen, wohlgemerkt, ne? Ich hasse es. Man muss es auch schaffen. Walk directly into the... Boah, ich bin, kann nicht mal mehr springen. Oder kann man aufhören? If you want to come back down, just move backward. Activate your suit flashlight for the next area. Da ist gar nichts. Hey, let me get the lights and you can try that again. Ja. Das ist der nervigste Part überhaupt. Eigentlich muss man hier nämlich... ist gar nichts. Das Einzige, was hier ist, ist da ein bisschen Gegner. Wir fliegen jetzt einfach mal durch, weil das echt nervig ist, weil man muss. Nicht sterben. Jetzt hat man hier Licht für einen bestimmten Zeitraum. Muss hier den hochdrehen. Gleichzeitig über das, was denn kaputt geht. Es ist also echt anstrengend. Hier oben ist ein Zylinder. Den hier unten hinschieben, damit das alles angeht. Und dann kann man hier oben durch und da sind jetzt gute Punkte, was ein Monster darstellt oder was aber gar keins ist. Das sind einfach nur Punkte. Ne, stirbt sobald man rüber springt. So. Ansonsten ist es echt schön gemacht. So. Remember your flashlight drains power, so switch it off when you don't need it. Wie gesagt, den Anfang habe ich schon mal gespielt. Deswegen, ich skippe das einfach, das ist mir völlig... Also den dunklen Part habe ich mich echt stundenlang abge... Ich habe, glaube ich, eine Stunde gebaut, da könnte ich ein eigenes Video draus machen. Hurensohn-Plattform bewegt sich nämlich. Oh Gott, ich breche ins Essen, wenn ich da schon wieder dran denke, ne? Wenn man dann auch vor allen Dingen... Wenn man da dann erstmal hinkommt, weil da muss man echt... ganz weit vorne springen. Ich glaube, man kann sogar da ins Fenster. Ne? Glaube ich jedenfalls.
so anstrengend, ich hasse es. Weil er nicht immer, er triggert das nicht immer, dass er Bunnyhop machen soll. Da, man muss nämlich echt beides. Da musst du nur noch raufkommen. Kann ja mal, FPS Max ist ja schon, machen wir mal 131. Sind wir nicht ganz so langsam. Ich weiß auch gar nicht, warum meine FPS so hart zacken. Nee, kann man nicht hin. Doch einfach nicht. Ach, springen will ordentlich. Okay, stimmt eigentlich die Gravity überhaupt mit 600? Also die eigentliche Ingame Gravity ist 600. Also ich weiß es ehrlich gesagt gerade nicht. Na, das wirkt ein bisschen einfach. Oh Gott, hab ich dagegen gelaufen. Also ich greife das manchmal wirklich nicht. Ich komme ja nicht mal mehr zurück. Was war dieser behinderte Freundschaftssound? Wenn man online kommt, da krieg ich ja schon wieder Plack. Moment. Alias plus Duck Jump plus Jump Doppelpunkt plus Duck. Nee, ach, wir sind ein Bind. Alias. Alias minus Duck Jump minus Jump minus Duck. Bind Space plus Duck Jump. Why do we all have to wear these ridiculous ties? Probieren wir das nochmal. Also ich weiß. Oh, wie war denn das noch? Wie kommt man denn nochmal anständig rüber, ey? Ja, wir sind da.
was zurückzugeben. Also. Most of the simulation results are perfectly acceptable, you know. Du hast eine andere Dioptrienzahl. Das sind minus 3,5. Ja. This is all within theoretical limits. Schon wieder ein Glas, was sie da rein. So, ja, haben wir nochmal. Nur das Gestell kostet 110. Wenn ich jetzt 111 mache, dann habe ich schon Boni. Ne, bei 130 habe ich sie. So, jetzt sind wir wieder da, nachdem das hier alles ein bisschen rumgespastet hat. Ja, einfach nur schnurstracks gerade. Springen. Das hätte sogar was. Ja. So. Ne, jetzt fliege ich darüber, jetzt ist mir das so doof. Nämlich der Abfuck des Jahrhunderts. Ich muss gucken, wenn er hier vorne ist, dass ich rüber springe. Dann schiebt ein dieser Mongo hier, nehme ich auch hin und her. So schaffen. Oder man verkackt halt mega das Kack. Fantastic. So. Jetzt kommt wohl einer der beschissensten Teile in diesem Spiel. Nach dem dunklen Part, weil der echt anstrengend ist. Your
kenne den Weg nämlich ehrlich gesagt nicht mehr. Come up and catch your breath. You will see the blood oxygen indicator on your suit heads up display returning to its previous level. You are free to swim on to the end of the course. So. Von da aus links und dann rechts. Ist nicht. Von da aus links, rechts, runter, rüber. Noch ein runter. Von runter aus rechts ist nichts. Von runter aus geradeaus ist nichts. Ich könnte sterben. Das ist egal. Von runter aus hoch und links ist der Anfang. Das ist ja auch geil. Wenn ich gleich, bevor ich sterben sollte, gehe ich in die Wand. Also. Scheiße, ich weiß es nicht mehr. Also, wie gesagt, ich habe das schon gespielt. Ich habe es auch schon mal geschafft. Ich weiß nicht mehr wo. Es war irgendwie von dem Punkt aus irgendwo hin. Guck, eigentlich war es so schwer, war es das gar nicht, ey. Oh Gott. Ich glaube, die Lichter gaben sogar einen Hinweis. Nice job. Jetzt habe ich es wieder. Also wenn man im Nachhinein, das werden wir auch noch machen. Okay. Dann werden wir gleich herausfinden. Man sieht dann, wo man lang geschwommen ist. Also man kann oben drauf rumgehen. Danke. Das sind die ganzen einzelnen Röhren, wo man rumgekommen ist. Ja, ja, und noch immer schön an den Zaun gucken. Hier hinter ist nämlich ein Ziegel. Und ich weiß ehrlich gesagt, ach stimmt, durch benutzen kann man. Ja, ich habe gerade benutzt, dauert ein bisschen. Kann man hier nämlich hin. Nämlich hier in, hier kommt man rein, da, und dann muss man nämlich eigentlich nur rechts, links, dann kommt man runter, also können ja mal den starten, er fängt hier nämlich an. Links, wieder rechts, runter, geradeaus, links, rechts, nochmal rechts, rechts, links, nochmal rechts, dann muss man hoch, dann geht's rechts rum, dann geht's nochmal rechts rum. Links rum,
geht's nach oben. Da kann man Luft holen. Der geht's komplett rüber. Dann geht's wieder links. Dann geht's rechts rum. Dann geht's nochmal rechts rum. Dann geht's links rum. Dann geht's runter. Dann geht's rechts rum. Dann geht's links rum. Dann geht's nochmal links. Rechts, links, und man ist draußen. Ich weiß nicht, wie wir das gerade geschwommen sind, aber anscheinend haben wir es geschafft. Welcome to the target range, where you will receive training in firing a weapon, reloading, and firing the attached grenade launcher. Please pick up your weapon and advance to the firing station. So, schön ist, ich kann jetzt außen rum gehen. Was? Als wenn er das macht, dann darf ich durchgehen. Das ist eine Waffe, die man noch nie gesehen hat. In diesem Spiel. Hello. Access granted. You'll have to hit every target in order to complete the course. But if you miss the first time, don't worry. It will come around again. Try to reload during pauses rather than waiting to run out of ammunition at a critical time. Commencing sequence in 5, 4, 3. Ich weiß auch nicht, wie man dahin kommt. Oh, stimmt, hier habe ich. Da habe ich ja hier. Wie heißt das? Nicht mehr Reload drauf? Stimmt, da habe ich ja kein Reload drauf. Hier habe ich nicht mehr Reload, sondern. Wie heißt das? Waffen geben. Hallo. Ich liebe es. Diese random Streuerung. Aktives Wiesel. Meine Fresse. Ich weiß nicht, wie man in diesen geheimen Raum reinkommt. Ich weiß nur, dass da eine Mounted Machine Gun ist. Ach, ich hätte noch mal speichern sollen.
Man kann hier nämlich durchgehen. Aber ich weiß nicht wieso und weshalb und warum. Wir sind ja nicht so. Wir testen das mal aus. Kann er mich ja ruhig jetzt gerne mal anschießen. Also wir sind hier, wir können. Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Dass man hier sich durchaus dadurch aufladen kann. Und wenn wir jetzt hier runtergehen, links oder rechts, ist hier unten die Heilstation. Das ist der hier. Den kann ich benutzen durch die Wand, das weiß ich. It appears that you need this as far as I go. I can't be bothered right now. Aber ich weiß nicht, wie man. Das ist ja die Zielscheibe. Ich weiß nicht, wie man da reinkommen soll. Ich weiß es wirklich nicht. Hier ist auch ein Secret. Secret 8. Ich hatte vorhin 4. Da waren jetzt in der kurzen Zeit waren 4 weitere Secrets. Ich habe keinen Plan. Ja, nimm meine Waffe. Hier könnte man sogar Bridge Control benutzen eigentlich. Aber er wohnt hier auch einfach. Sein Zuhause. Mit 2D-Waffen. So, jetzt lass mich hier durch. Schöne Sachen brennen. Ist echt schön gemacht, muss man sagen. Kann ja auch so ein bisschen hintergucken. Man kann hier nicht wirklich viel machen. Ich kann sogar hier hoch und hier so lang, aber dann kann man hier auch nicht. Und dann muss man aufpassen, dass man hier nicht fest ist. Ach ja, stimmt. Ich habe noch Gottmut an. Nice job. Schon verwirrt. So, wenn man jetzt hier durchgeht, ist hier hinten wieder ein Secret. Und ich weiß nicht, warum. Und hier oben ist halt... auch irgendwas. Ich weiß nicht, warum, wie man zu diesen ganzen Secrets kommen soll. Also beim besten Willen nicht. Proximity to radiation activated. Biohazards are also indicated. Man nicht auch. Bist du? Dann spielen wir mal Godfrey. Hier kann man. Macht aber keinen Sinn. Er ist einfach der Beste, er ist nämlich falsch programmiert. Mhm. Ja, du machst das, komm. Echt schön gemacht, also. Komm, dreh dich um. Wir wollen dir in dein komisch hässliches Gesicht gucken. Hallo. Good morning, Gordon.
Hallo Gordon, wir kennen's ja. Du bist der Behindi in diesem Fall. Freeman, weren't you supposed to be in the test chamber half an hour ago? Ja, leck mich doch. Druck, kein Druck. Natürlich, ganz klassisch, muss das jetzt erstmal hier aufmachen. So, damit das alles ein bisschen schneller geht. Schön in dem Reaktor rumschwimmen. Hier unten war, glaube ich, nichts. Kommen wir rein, klar, hier raus. Wie gesagt, ich weiß das hier schon. Das ist ja nicht mal, also das ist schon Fehler, das ist cool gemacht. Da ist ja schon was hier passiert, weil ich das mal so gespielt habe. Beziehungsweise weil ich ein Let's Play davon geguckt habe. Eigentlich belebt man, glaube ich, nämlich nur, wenn man mit voller AP reingeht, mit einem AP. Ich weiß gar nicht, ob hier noch irgendwas war. Nö. Das ist einfach nur, weil er sagt, I let you out. Oh, naja. So, wieder hier. Hallo. Mich auch. Wir spacken, Alter. Da muss ich jetzt hier eigentlich weiter? Ah, nee, stimmt. Ich hasse immer diesen Global World Damage, ne? Oh.
Jetzt gehen wir mal kurz zurück. Mal kurz hier hin. Ach ne, das ist ja das Gleiche. Da ja, was. Hier unten ist nämlich ein Schlüssel. Hier wohnt Karl Gustav. Weil der Maintenance Key ist nämlich hier ein Secret. So, jetzt haben wir das hier geklaut und haben sozusagen mit dem Kram hier alles ausgemacht. Weil wir cool sind. So, jetzt kommen wir nämlich hier hin raus. Das Verwirrende ist, da stehen welche. Oh, man weiß nicht, was das ist. Lassen wir es mal lieber. Ah, hello, Gordon Freeman. It's good to see you. Steht nämlich nichts, das ist eine Verarsche. Links oder rechts? Oh, Maintenance Error. Security lock engaged. Secure area. No entry. 41, 79, 25. Moment. War ja jetzt unten der. Security lock is engaged. Das zweite Secret. Den Lasern, die man ausmachen muss, die man aber. Oh, ich hasse die Laser. Ich weiß aber nicht mehr, welcher wie der Code denn hier war. Secure area. No entry. Ne, der stand hier oben im Büro, glaube ich. Ach. Ne? Lead a security guard into the new Hello. He will let you back. Please leave me alone until after the experiment. You must approach a guard and press your use key. You'll just have to wait until you face him and press the use key again. So jetzt kommt das wohl nervigste. Lead a security guard into the next room. He will let you back into the transit system. Mal gucken, was ich sag. Jetzt wird's asozial. Der muss jetzt hier rüber, ohne zu sterben. Deswegen zum Beispiel. Willful die unattended. Jetzt. Was soll das denn? Ist der doof? Hey,
I will follow you. Nicht so an. Macker. Du bist doch auch dämlich. Ja, danke, danke, danke. Oh, ich brech doch ins Essen. Was liegt denn auf? Ach, das Kabel von meinem Handy. Das war leicht. Da war das erste ja schwerer. So, mal gucken, wie wir hier durchkommen. So, gehen wir erstmal hier rüber. Dann brauchen wir einfach mal Try and Error. Dann, wenn ich klicken will, dass er behindert ist. Dann komm mal, Süßer. Nee, komm. Oh, da kommt man sogar. Okay, man sollte eigentlich nicht durchkommen. Kommt erst nachher durch. Thank you.